So, das hier ist das erste Video von unserer Wasseraufbereitungsanlage. Wie ihr seht, haben wir hier ein Gewächshaus installiert und wir haben letztes Jahr einen Brunnen gebohrt, 5 Zoll stark, 105 Meter tief. Der Anschluss kommt hier raus. Das Wasser hat Eisen und Mangan und ein klein bisschen Ammonium, dafür überhaupt kein Nitrat. Und um dieses Wasser aufzubereiten, haben wir praktisch hier eine so eine kleine Wasseraufbereitungsanlage. Kläranlage kann man nicht sagen, weil es sitzt ja vorher. Ne? Es ist eine Nutzwasser, Reinstwasser, Fischwasseraufbereitungsanlage. Ja? Wird hier durch dieses Becken im Kreis gepumpt. Hier kommt natürlich Filtermaterial rein. Hier kommen die Japanmatten rein mit den Lichtträgerplatten, wie ihr das von mir kennt, meine Bauweise kennt. Da hinten sitzt eine 45.000er Pumpe, die pumpt es hoch, dann geht es durch die Riesler durch, damit sich das Wasser mit entsprechend Sauerstoff anreichern kann, eben auch andere Gase aufnehmen kann, damit das Eisen, das Mangan ausfällt. Das bleibt alles hier in dieser Aufbereitung hängen. Und dabei wollen wir auch den pH-Wert noch ausgleichen, vielleicht das Wasser auch noch zum Teil entsalzen und hier ein Japan-ähnliches Wasser entstehen lassen mit einer 100%igen Sauerstoffabsättigung, bevor wir es rüber in die Fischhäuser pumpen, wird das hier unsere Reinstwasser oder unsere Fischwasseraufbereitung, damit wir kein Ammonium reinbringen, damit wir nicht zu viel Eisen, nicht zu viel Mangan mit rüberschleppen, einfach um die Haut noch besser hinzubekommen vom Fisch, Proteinverdauung im Darm und hat alles damit zu tun. Und ich denke, wenn man eben in die Becken nicht mit einem reinen Brunnenwasser reinfährt, sondern mit einem begasten, natürlichen Wasser, dann bringt das nochmal einen super Effekt auf die Fische. Und das haben wir jetzt, also ich werde jetzt das Ding einrichten, die Bodenpumpe und so weiter umklemmen und die nächsten Tage wird das Ding hier laufen und dann machen wir nochmal ein weiteres Video dazu.